Deep inside our hearts, there's a love you can feel it. It's a love that assures we can cry out for change. The dark clouds that did dance, the blue skies here before me, make it plain to my eyes, we can cry out for change. Ooh, change. Da bin ich wieder von dem Herzchakra der Welt, von Glastonbury. Und gestern habe ich mir die Mühe gemacht, weil ich hatte eigentlich gar keine Lust und bin dann, weil das Wetter war, die letzten Tage, es war alle Formen von Regen, wie man sich das vorstellen kann. Und nach einigen Wochen habe ich jetzt die Nase voll. Aber ich habe gesagt, ich gehe hin, ich will ein paar Fotos machen. Und es war sehr schön in der Abbey. Hier seht ihr, das hat eine Freundin von mir gegeben, weil sie eine bessere Kamera hatte. Hier seht ihr, wie die Abbey beleuchtet ist. Es gab drei Bühnen und wenn ihr das wisst, da wo der Lavendel ist, da war eine kleine Bühne, da wurde so ein bisschen Folklore oder Country Music gespielt. Also ich habe einen zugehört und da habe ich dann auch unsere Deutschen getroffen und wir waren aber nur zu viert. Aber trotzdem war es gut und da haben wir sogar ein bisschen getanzt. Und dann bin ich mit einer Freundin weiter aufs große Feld gegangen und wir wollten ein bisschen die Lichter aufnehmen. Das hat sie dann gemacht und ich auch, bloß meins mit dem iPhone ist nicht so gut wie das mit den Mobile Phones, die anderen benutzt haben. Und dann habe ich meine englische Freundin getroffen und so waren wir dann auf einem anderen Platz. Hinter der Küche von der Abbey. Und da war sehr interessante Musik. Ich spiele euch gleich zwei kleine Clips vor. Das ist keltische Musik auf einer Mandoline, aber irgendwie space-mäßig. Und das hört sich so irre an, aber es war wirklich ganz tolle Musik und wir sind nie zur Hauptbühne gegangen, weil die Musik war eher normal, aber das war so ungewöhnlich. Musik und so tolle Musik, also sind wir einfach da geblieben. Und jetzt spiele ich mal so kurz etwas von diesem Künstler ein. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich werde auch unten noch verlinken, wo er auf Bandcamp gefunden werden kann. Ich finde ihn cool. Ich werde gleich noch einen anderen kleinen Clip vorspielen. Und ja, wie gesagt, ich verlinke das. Und nächstes Jahr werde ich meine große Kamera mitnehmen und noch mehr besser machen, weil ich wusste nicht, dass man zu diesem Zeitpunkt dann tatsächlich auch filmen darf. Normalerweise darf man das nicht und die stellen sich extrem an.
jetzt kommen auch schon die letzten dunklen Bilder, denn es wurde ja auch immer dunkler. Und ja, es war ein sehr schöner Abend und ich bin froh, wie die Abby das gut geschafft hat. Wir waren über 500 Leute, aber so verteilt, weil die Abby ja so groß ist. Und ja, es war alles ganz nett, ganz freundlich und ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr das anders weitermachen können. Und im nächsten Mal nehme ich meine Kamera mit, die dafür eigentlich ausgestattet ist. So, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ich wünsche euch eine ganz schöne Woche und bis dann. Und bitte nicht vergessen, liken, abonnieren und schreibt mir was Schönes. Bye-bye.